Excel kann nicht nur gebraucht werden, um Daten zu sammeln und zu berechnen, sondern auch, um sie grafisch darzustellen. Diagramme können sehr zum Verständnis von komplexen Sachverhalten beitragen. In diesem Beispiel stellen wir die Bevölkerungsentwicklung der beiden Länder Indien und China einander gegenüber, dies mit einer Grafik. Die entsprechenden Daten findest du im Arbeitsheft. Wir müssen sie zuerst einmal in Excel eingeben. Ich öffne eine neue leere Datei und beginne gleich mit dem Titel. Den mache ich etwas größer, gebe ihm etwas mehr Platz wie gehabt und mache ihn fett. Und nun kommt die Datensammlung. In der ersten Zeile die Jahreszahlen. So, damit sind wir soweit. Wenn wir auf die Layout-Ansicht gehen, so siehst du, dass diese Spalten gar nicht Platz haben auf einer Seite. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Das können wir lösen, indem wir mit der gedrückten Maustaste im Spaltenkopf alle Spalten überfahren und dann zwischen zwei Spalten hineingehen und die schmaler ziehen und so fort, wird alles sehr viel übersichtlicher. Wenn wir gleich beim Formatieren sind, so machen wir die Jahreszahlen noch fett und dafür grau. Und die beiden Länder ebenfalls fett.